tatsächlich ist Content Marketing die Möglichkeit, aus den vielen, vielen Daten, die Unternehmen inzwischen haben, Logfile-Daten über die Website, Daten aus Suchmaschinen, Daten über ihre Nutzer, also unheimlich viel Nutzungsdaten und andere Daten, mit diesen Daten tatsächlich so zu arbeiten, dass sie mit Inhalten befüllen können, mit hoffentlich für die Nutzer und Zielgruppen spannenden Inhalten im Sinne des Content Marketing. Viele würden jetzt sagen, technische Voraussetzungen, man braucht Tools, man braucht Algorithmen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, vor allem sind es aber Menschen. Es geht vor allem darum, dass in den Unternehmen die verschiedenen Teams zusammenarbeiten, dass sie an einem Strang ziehen. Und es geht darum, dass man tatsächlich menschliche Intelligenz in die Daten hineinlegt, dass man tatsächlich eine gute Analyse fährt und sich darüber klar wird, was gut funktioniert und wie man darauf reagieren kann, wie man noch besser werden kann. Da kommt es vor allem darauf an, einerseits aus den vielen, vielen Daten, die man aus unterschiedlichen sogenannten Silos hat, also die sehr speziell sind und auf einzelne Kanäle abheben, einen übergeordneten Blick zu bekommen, also einen Gesamtreport und damit eine Klarheit. Und es kommt darauf an, über diese Daten auch sich mit seinen Kollegen auszutauschen, zu reden, damit man sie interpretieren kann, damit man Schlüsse daraus ziehen kann.